Die Gewalt in Mama Roma ist für mich mit einem bestimmten Lebensdesign verbunden, mit einem Lebensplan. Das ist mit Hoffnungen verbunden, mit Illusionen und auch natürlich mit dem sozialen Hintergrund der Figur. Die kennen praktisch keine andere Welt, eine Welt, in der keine Gewalt stattfinden kann. Sie können sich in die Regeln der Gesellschaft nicht fügen. Und kennen also keine anderen Mittel. Und ich glaube auch, dass in Mamma Roma, so wie vielleicht auch in anderen Filmen von Pasolini, diese Gewalt auch durch die Spannung, durch dieses Spannungsfeld zwischen dem Traum, dem Lebensentwurf und der Realität motiviert ist. Also sie kennen kein anderes Mittel, darauf zu reagieren und dieses Spannungsfeld einfach zu tilgen. Das ist durch den Kontrast zwischen Individuum und Gesellschaft. Also alles ist immer dadurch motiviert, dass irgendjemand im Weg steht zwischen dem eigenen Lebenstraum, Lebensplan und der Realität. Ettore selbst, der als die Figur der Unschuld gelten soll in diesem Film, aus verschiedenen Gründen, er wendet auch psychische Gewalt gegen Mama Roma aus. Und was macht er, um an Geld zu kommen? Er verkauft ausgerechnet Mama Romas Lieblingsplatte, zusammen mit anderen Schallplatten. Und damit weiß er ganz genau, dass er seine Mutter verletzt und dass diese Platten auch mit der Liebesgeschichte von ihr, mit seinem Vater zu tun haben. Und deswegen ist das auch für mich eine ziemlich gravierende Form von Gewalt in dem Film. Er wird dann eben festgenommen, erstmal im Krankenhaus aufgenommen, weil er auch noch krank ist und an dem Bett gefesselt, weil er auch noch sehr unruhig war. Und in diesem Moment, also wo er im Krankenhaus ist, noch nicht festgeschnallt an das Bett, aber kurz davor, werden ein paar Zeilen aus dem Inferno vorgelesen, aus dem vierten Gesang des Inferno. Das ist, habe ich mir erzählen lassen, der Teil des Inferno, der zu der Vorhölle gehört. Also das sind noch nicht die Verdammten, sondern das ist das sogenannte Limbo. In dem Limbo waren alle praktisch eingeschlossen, alle Seelen, die nicht wirklich schuldig waren, die aber auch nie in das Paradies aufgenommen werden können. Zum Beispiel nicht getaufte Kinder und antike Weise und nicht Sünder. Insofern ja, ist natürlich die Unterstellung von Pasolini, dass wenn in dem Punkt, wo Ettore in dem Krankenhaus ist und seinen Tiefpunkt auch erreicht hat und wo er sich nie wieder daraus retten kann, weil er daraufhin stirbt, ist es natürlich so, dass wenn diesen Passus aus dem Inferno zitiert wird, dass da unterstellt wird, dass er auch unschuldig ist. Also das ist die Idee, die ich da habe, weswegen das Zitat zu dem Zeitpunkt dann gewählt wird. Die Frage der Schuld und der Unschuld entsprechend werden immer wieder dann in Mamma Roma thematisiert. Dabei soll eben Ettore die Unschuld darstellen, Mamma Roma die Schuld und damit auch wieder vielleicht der Sündenbock. Also sie ist sowieso befleckt sozusagen und sie wird weiterhin alles Mögliche auf sich nehmen, damit sie den Sohn unbefleckt lassen kann. Das ist natürlich eine Illusion, weil er schon befleckt ist. Er ist ja auch ein halber Kriminelle und insofern ist da nicht wirklich viel zu retten. Zu der Frage der Schuld möchte ich damit abschließen, dass Pasolini immer wieder Andeutungen, auch sehr kultivierte Andeutungen, dann in den Raum wirft. Er spricht diese Frage an, also auf subtile Weise, manchmal auch wirklich ironisch. Und das ist eine Sache, die sich auf der Ebene der Namen zum Beispiel abspielt. Biancofiore, sagte ich anfangs, heißt weiße Blume. Und wir wissen, also die Farbe weiß und gerade die weiße Blume ist in der Kunstgeschichte und überhaupt auch in der westlichen Kultur schon länger, wenn auch nicht immer, aber länger mit der Unschuld, also als Symbol der Unschuld natürlich verbunden. Ich finde, dass Pasolini das insofern ästhetisiert, als er zum Beispiel zu bestimmten Momenten, Situationen, eine bestimmte Musik dann anwendet. Pasolini bedient sich, das haben wir bis jetzt nicht angesprochen, sehr subtile musikalische Mittel. Also in diesem Film, wie in anderen Filmen von Pasolini, gerade aus der Anfangszeit, bestimmte Leitmotive, die mit bestimmten Situationen verknüpft sind. In diesem Film insbesondere sind bestimmte Musikmotive, also Leitmotive, mit bestimmten Figuren verbunden. Und Carmine wird immer mit dieser Flötenmusik verbunden von Vivaldi und Ettore wird auch mit einer anderen Musik, auch immer von Vivaldi, dann verbunden. So ähnlich wie dann in Accattone wieder die Musik von Bach eine Rolle spielte, ist hier Vivaldi dran.
Und Mamma Roma wird zum Beispiel verbunden mit dem Tango Violino Zigano. Das ist mehrere Male zu hören und das bedeutet immer ihre Liebe. Das heißt, wenn wir in Carmine eine Figur der Gewalt sehen, in diesem Film, so wie ich tue, dann würde ich sagen, dass das dadurch ästhetisiert wird, dass immer dieses musikalische Signal gegeben wird. Noch bevor er den Mund aufmacht, sieht man seine Figur, die sich nähert und immer wieder so fatalerweise, so wie eine Schicksalfigur, auch wieder kommt, um Mama Roma mehr oder weniger zu bestrafen. Und da kommt diese Musik und irgendwann gewöhnt man sich dran. Das ist auch eine so unterschwellige Sache und man kriegt immer, ich denke, das nimmt man nur wirklich unbewusst wahr. Und irgendwie hört man die Musik und schon kann man irgendwie Gänsehaut bekommen, dass da irgendwas Schlimmes passiert.